Freunde gesondert auf. Brecht wohnte unweit der Villa Aurora und wie in alten Zeiten traf sich das ungleiche Paar oft zum Streit über Humanismus und Marxismus und schrieb gemeinsam ein Stück. 1946 musste sich Brecht in Washington gegen den Kommunismusverdacht wehren, dann verließ er Amerika für immer. Heinrich Mann, der älteste Freund, lebte von ständigen Sorgen geplagt in einer winzigen Wohnung am South Wall Drive. Kurz bevor er Präsident der Ostberliner Akademie der Künste werden sollte, starb er im Exil. Bruder Thomas, Doyen der deutschen Emigranten, konnte sich in den Hügeln von Pacific Palisades immerhin einen Bungalow für $30.000 leisten. Vor 1933, Thomas Mann und Feuchtwanger noch in Deutschland lebten, verkehrten sie gesellschaftlich nicht miteinander. Er schrieb aber einmal über Leon Feuchtwanger, als er von Schriftstellern, bedeutenden Schriftstellern, aber Schriftstellern zweiten Ranges sprach. Und da erwähnte er Leon Feuchtwanger, Remarque und Stefan Zweig. Und das war seine Haltung Feuchtwanger gegenüber. Und hier in Kalifornien wurden Leon Feuchtwanger und Thomas Mann Nachbarn. Was ergab, dass sie öfter miteinander zusammen waren, gesellschaftlich miteinander verkehrten, was unter anderem vielleicht auch dazu führte, dass Thomas Mann Leon Feuchtwanger als Schriftsteller höher einstellte, als früher der Fall war. Das war besonders der Fall, als der Goya-Roman Leon Feuchtwangers erschien. Francisco, Gaspar de Jovellanos gibt uns die Ehre. Ich bin wieder in Madrid. Darf ich? Und ich komme, um Ihnen zu danken. Ich freue mich sehr. Es ist ein Trost, wenn Freunde ein tapferes Wort für die Sache der Gerechtigkeit waren. Und dass auch Sie die politischen Ideen unserer Zeit aufgegriffen haben. Sie irren sich wirklich, Don Gaspar. Ich bin Maler, ich habe nichts mit Politik zu tun. Kein Künstler kann der Politik fernbleiben. Besonders heute nicht, wo Spanien einen König ohne Hirn hat. Eine Königin, die nichts gelten lässt als die Gelüste ihres Leibes. Und einen ersten Minister, der einen einzigen Befähigungsnachweis mitbringt. Rammeschenkel. Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis ist ein deutlich biografisch gefärbter Künstlerroman, der den Weg des Malers vom Höfling zum Revolutionär nachzeichnen will. Feuchtwangers Goya weiß am Ende eines schmerzlichen Prozesses, dass es Kunst im Elfenbeinturm nicht geben kann, dass der Künstler sich in den Dienst des menschlichen Fortschritts stellen muss. Meine Augen haben Sie wirklich gesehen. Mich hat da der Zeitbezug immer nur als Projektionsfläche des Künstlers interessiert, wie mich die historischen Bedingungen nie als Primäres interessieren, sondern immer nur als das, worauf sich dann der Künstler fokussiert oder auf dem er sich abbildet. Und das ist natürlich beim Goya genial, weil es tausend verschiedene Ebenen hat, wo in dieser Zeit, in dieser restaurativen Zeit nochmal alles, was man überwunden glaubte, sich nochmal manifestiert, und zwar doch ziemlich deutlich und auch ziemlich lebensgefährlich. Das hat mich immer nur als Folie interessiert. Nur dieser Mensch, dieser schwerfällige und fehlbare und aufbrausende und unglaublich geniale Mensch Goya, der erste moderne Künstler meines Erachtens, der auf diese Welt betreten hat, um den geht's natürlich. Nach dem Krieg wurde Feuchtwangers Werk, wie generell die Exilliteratur, in Westdeutschland meist kritisch beurteilt oder ignoriert. Im Osten dagegen, wo man ihn als fortschrittlichen Künstler einer gesellschaftlichen Übergangszeit auf dem Weg zum sozialistischen Realismus einstufte, erhielt er bald einen festen Platz im Kanon des literarischen Erbes. Feuchtwanger, der ja doch ein irgendwo engagierter jüdischer Intellektueller mit einem Touch zum Sozialismus war,
hat sich natürlich bei diesem neuen Gesellschaftsentwurf, den man in der DDR vorgeblich vorhatte, relativ heimisch fühlen können. Und er hat zwar selbst gesagt, der westdeutsche Buchhandel würde ihn boykottieren, dafür gibt es, glaube ich, keine Belege. Aber Tatsache ist, dass der Aufbauverlag im Ost-Berlin sich sofort engagiert hat, 1947 schon den falschen Nero herausgebracht hat, 48 Erfolg veröffentlicht hat. Und dadurch waren eben die Gewichte für Feuchtwanger ziemlich gut verteilt. Und dann kam 1954 das Angebot aus der DDR, ihn mit dem Nationalpreis erster Klasse auszuzeichnen. Und das Gegenstück dabei hat dann München 3 Jahre später, 57, geleistet, als es auch den Kultur- und Literaturpreis an Feuchtwanger gab, aber hinterher mit einem Eklat im Stadtrat, der vom Allerfeinsten war. In den letzten Jahren seines Lebens verlässt der Schriftsteller sein angenehmes Domizil nur noch selten. Lesen, Schreiben, die Jagd nach seltenen Büchern und Gespräche unter Freunden erfüllen seine Tage. Gern hätte er die alte Heimat wiedergesehen, doch als Staatenloser, überwacht vom FBI, fürchtet er, bei der Rückkehr abgewiesen zu werden wie sein Freund Chaplin. Und als alter Mann wollte er nicht ein drittes Mal alles aufgeben müssen. So starb er im sonnigen Exil 1958 im Alter von 74 Jahren. Martha, die ihm um 3 Jahrzehnte überlebte, hat sein Werk umsichtig betreut und den Nachlass gesichert. Über das, was ihn im Innersten bewegte, hat Feuchtwanger sich nie geäußert. Wenn er über sich sprach, dann mit derselben Distanz wie gegenüber seinen Romanfiguren. Der Schriftsteller L.F. war 19 Mal in seinem Leben vollkommen glücklich und 14 Mal abgründig betrübt. Sehr genau erkennend, dass Leistung sich nicht deckt mit Erfolg und dass der Mann sich nicht deckt mit der Leistung, würde er, falls man ihn fragte, bist du einverstanden mit deinem Leben, erwidern, ja, das Ganze nochmal.